Und Yannick haut hier wieder 540 Euro raus. Bruder, was mit deinem... Also, ich danke dir vom Herzen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Deine Meinung zum Alfa Romeo Stelvio QV. Digga, habe ich noch nie von gehört. Also, Digga, du weißt, ich kann nicht mehr als Danke sagen. Und dickes Dankeschön an dich. Deine zweite dicke Doni heute, das weiß ich sehr zu schätzen für den Support hier, Digga. Danke, Mann. Alfa Romeo. Wie hieß der Wichswagen nochmal? Okay, das ist das Auto. Gucken wir uns Bilder an. Na, ich gucke mir ein Video an. Bilder sind immer gefaked. Also, ich muss dazu sagen, ich bin Freund von Alfa Romeo. Ich mag die Wagen. Für manche ist diese Straße die Königin der Alpenpässe oder ein Traum für jeden, der Kurven mag. Die insgesamt rund 50 Kilometer lange, sehr abwechslungsreiche Strecke bietet zudem immer wieder eine beeindruckende Aussicht. Der Alfa Romeo. Alfa Romeo war mal vor 20 Jahren nice. BVB Tastus, was hast du denn für ein Auto? Stelvio trägt den Namen dieses Gebirgspasses. Und er hat in der von uns gefahrenen. BVB Tastus? Königseck, ja. Das einzige Königseck, was... Naja, komm, scheiß drauf. Ja, optisch gesehen finde ich, habe ich schon viel, viel schönere Autos von Alfa Romeo gesehen. Front finde ich nicht so nice. Vielleicht ist die Farbe auch scheiße. Top-Version Quadrifoglio. ...zu bieten. Ey, vorne? Nee, Bruder, muss los. Hinten? Sound ist nice. Was hier richtig Spaß macht, ist, wenn man das Auto ein bisschen dreht. Müsste ein V6 sein, ne? Der 2,9 Liter V6 Biturbo des Stelvio liefert 510 PS. Und 600 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das ist eine Ansage, Digga. Das reicht für eine Beschleunigung von 0 auf 100 in nur 3,8 Sekunden. Topspeed sagenhafte 283 km/h. Im Alfa Romeo. Die Daten sind stabil, Digga. Stelvio Quadrifoglio habe ich unterschiedliche Fahrmodi zur Auswahl. Das ist das sogenannte DNA-System von Alfa Romeo. D steht hier für Dynamic, N steht für Natural, also normales Fahren, und A steht für Advanced. So, gucken wir uns mal das Heck an. Heck finde ich stabil. Heck finde ich gut. Aber das Ding ist halt auch, sowas verbinde ich halt mit Alfa Romeo, Digga. Weißt du, von der Front jetzt her. Der sieht halt irgendwie, das ist fast, muss man sagen, fast die gleiche Front wie von ihm her. So vom Ding her. Aber ich finde, so einem SUV-mäßig steht's nicht. Ich finde, bei so einem, bei dem sieht's viel, viel, viel besser aus, Digga. Wobei, wenn ich jetzt hier schon wieder auf dem Bild in einer anderen Farbe und nicht in Rot, finde ich, sieht der gut aus. Da, finde ich, sagt mir die Front schon wieder zu. In Rot irgendwie nicht. Oder? Seht ihr es auch so? Irgendwie, da sieht die Farbe besser aus. Auch in Schwarz. Ich glaube, die Farbe, der Rotton hat uns irgendwie nicht so gecatcht. Gibt es hier noch einen anderen Testbericht, nicht in Rot? Alle Rot oder was? Ist das? Auch wieder in Rot. Leck mir mal Arsch. Hier in Blau. Tout ça a été bien éprouvé sur la Giulia. Ja, ja, sehe ich genauso, Bruder. The Q4 technology is the state of art in Alfa Romeo. It is combined efficiency and dynamic. In Blau finde ich ihn auch nicht schlecht, Digga. Aber Schwarz ist natürlich. And beyond that. Ja, Schwert. Advanced efficiency, das heißt besonders sparsam unterwegs sein. Und wenn ich zum Beispiel von N oder von A umschalte auf den Dynamikmodus, Kurven fährt, dann ist der elektrisch verstellen, sonst Hotels günstig ist es außerdem. Also in Rot sage ich euch ganz ehrlich, ich finde ihn in Rot nicht schön. Aber ansonsten, Yannick, also es ist ein schon schönes Auto. Eben, denn bis heute muss man hier am Stilfser Joch keine Maut bezahlen.
Jetzt würde mich nochmal interessieren, was das Ding denn kostet. Preistechnisch. 100.000 ungefähr. Ja, Preis, wir schauen mal. Sie beginnt bei 89.000 Euro. Ja gut, okay. Beginnt bei 89.000 Euro. Also mit allem drum und dran, würde ich sagen, gibst du da bestimmt deine 120.000 Euro aus. Voll ausgestattet 120, 130.000. Bei Alpha gibt es nicht so viel Aufpreis. Das weiß ich nicht, Digga. Aber wenn ich dann halt sowas wie... Ja. Wie hießen die Scheißdinger denn nochmal? Also ein GLE beispielsweise. Ich bin dann halt GLC, GLE, GLC Coupé. Die Laufzeit war nicht wirklich lang. 2015 hat Mercedes das GLE Coupé auf den Markt gebracht und 2019 kommt schon die zweite Generation. Das liegt einfach daran, dass bei der M-Klasse 2011 noch gar kein Coupé mitentwickelt wurde. Das Auto dort im Datenräder schlicht verfügbar sei. Ich würde mir mit dem Geld wahrscheinlich eher so ein Auto holen, sag ich dir ganz ehrlich. Ich sag euch auch, ich bin halt auch Mercedes verliebt. Jetzt weiß ich, geht wieder die Diskussion los, bla 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 bla. Aber ich bin Mercedes verliebt. Yannick, nochmal mit 100 Euro und schreibt erstmal Dankeschön. Ferrari-Motor, nur 2 Zylinder abgeschnitten. Ja, mag sein, Digga, aber du hast mich mal nach meiner Meinung gefragt und ich fühle halt da eher Mercedes mehr. Trotzdem schönes Auto. Ich würde ihn mir, wenn du dir den kaufen möchtest, aber nicht in Rot holen. Ob ich den weißen oder schwarzen AMG schöner finde, ich muss mittlerweile sagen, ich finde weiß geiler. Es gibt jetzt leider keine Videos, aber ich kann euch sagen, warum ich die S-Klasse in weiß schöner finde. Das liegt ganz einfach daran, bei Nacht, ich habe selten so etwas Schönes gesehen, wie die S-Klasse in weiß bei Nacht mit diesen hammermäßig sexy, ich kriege einen Streifen in der Hose, Rückleuchten. Das sieht einfach so schön aus, Digga. Bei mir ist Krötenwanderung. Holy shit, Digga. Das war eine 1 plus mit Sternchen vom Geruch, vertraut mir. Seid froh, dass es noch keinen Geruchsstream gibt. Ich habe die S-Klasse geleased, Digga. Eine S-Klasse zu kaufen, wenn ich Multimillionär wäre, würde ich es machen. Aber die S-Klasse hat so einen krassen Wertverlust. Allgemein, Autos haben hohen Wertverlust. Die meisten, wenn du sie kaufst. Ich habe 3 Jahre geleased. Ich kann es euch ganz genau sagen, Moment. Das ist hier mein Leasingvertrag. Ich bezahle 2.515 Euro plus 19% Umsatzsteuer monatlich für die S-Klasse. Das sind 2.992 Euro und 85 Cent. Das ist ein Haufen Geld, Digga. Aber man darf nicht vergessen, beim VIP-Leasing habe ich weniger gezahlt, aber wir reden hier über 400, 500, 600 Euro weniger. Jetzt bezahle ich 600 Euro mehr, habe das gleiche Auto, kein VIP-Leasing. Aber für mich war ganz klar, ich liebe einfach S-Klasse. Ich wollte kein anderes Auto, Digga. Hast du was angezahlt? Nein, ich habe nichts angezahlt. Ich bereue es auch nicht. Wenn ich in 2 Jahren das mir nicht mehr leisten kann, dann gebe ich das Auto wieder ab. Aber ich lebe jetzt in dem Moment und in dem Moment möchte ich einfach dieses Auto und bezahle den Preis dafür. Ich setze den Wagen ab. Genauso wie ich mein Lambo absetze. So, ihr fragt euch jetzt, warum ich oder wieso setze ich den ab? Es ist eigentlich relativ einfach. Und das ist ja so, es ist kein Firmenwagen im klassischen Sinne, weil Firmenwagen, ich müsste ihn dann firmtechnisch benutzen. Das heißt, ich müsste, keine Ahnung, wenn ich in die Firma fahre, nach Hamburg, whatever, dann wäre das ja im Grunde Firmtätigkeiten. Aber wenn ich damit mit Kylo spazieren gehe, ist es nicht unbedingt eine Firmtätigkeit. Ich setze diese Wagen ab als Imagewagen. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens, das ist so. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens und was verkaufe ich nach außen? Mein Image. So machen es andere auch, so mache ich es auch. Wie meinst du? Naja, so wie ich es gerade gesagt habe, Digga. Das, was ich nach außen hin mache, ich verkaufe mein Image nach außen. Das heißt, die Leute feiern mich für das, was ich mache. Die Leute feiern, dass ich eine S-Klasse habe. Die Leute feiern mein Lambo-Video. Die Leute haben in der Vergangenheit die Videos mit Omi und Opi gefeiert, beziehungsweise mit Oma und Mama, wo ich mit denen in den Autos durch die Gegend gefahren bin. Das sind alles Sachen, mit denen ich, es hört sich doof an, mein Image verkaufe. Weil so wie ich bin, bin ich. Ich brauche mein Image nicht ändern, damit ich das dann verkaufen kann. Im Image verkaufen hört sich echt scheiße an. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ähnlich wie Promo oder wie.
Ja, genau. Beispielsweise, ich kenne ganz, ganz viele Musiker, die Klamotten, die sie kaufen, ob es dann so ist oder nicht, sei mal hingestellt, aber ich kenne sehr viele Musiker, die ihre Klamotten als Bühnenklamotten absetzen. Die kaufen die Klamotten und geben sie bei der Steuer ab als Bühnenoutfits. Ganz einfach, Digga. Warum keine S-Klasse Limo? Digga, weil ich ein Coupé geholt habe. Da gibt es keine genaue Begründung für. Ich finde Coupé einfach schöner. Warum denn nicht den AMG GT4-Türer? Ich muss sagen, auf Bildern, Videos sah er geil aus, aber ich habe ihn schon ein paar Mal im Real Life gesehen. Und es ist eine reine Geschmackssache. Ich persönlich bin kein Freund, optisch gesehen, von dem GT4 Viertürer. Er ist brutal, von der Maschine, von der Beschleunigung, vom Motor, von dem Fahren ist er brutal. Aber optisch gesehen finde ich ihn nicht so nice, Digga. Sagt Auto hat zu großen Wertverlust und gibt 100.000 circa im Jahr an Leasing aus. In 3 Jahren an Leasing aus. Kalaschni. Du hast halt einfach, Digga, auf einer Skala von 1 bis 10, wo 10, ich hab's verstanden und 1, ich laber Scheiße und hab nichts verstanden, hast du die 1 getroffen, Digga. Du hast die 1 getroffen. Dafür auf jeden Fall Glückwunsch an dich. Der Win des Tages, Digga. Stößchen auf dich. Sowieso Win. Kalaschni, sei mir nicht sauer, Digga. Yannick nochmal mit 100 Euro, ich danke dir, Digga. Hättest aber auch mit 5 Euro donaten können, mir das sagen können. Oder einfach in den Chat schreiben. Ich sag mal so viel. Ist in Rot bestellt, no joke, wirklich no joke, aber gibt 2 verschiedene Rot. Digga, anscheinend, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, anscheinend sitzt bei dir aber der ein oder andere 100er locker. Und wenn er dir nicht in Rot gefällt, lässt ihn folieren, Digga. Ganz einfach. In dem Sinne, Yannick, ich danke dir für den heftigen Support heute. Das ist hier alkoholfrei. Ja, das gibt's auch als alkoholfrei. Hier, 0. Heineken alkoholfrei. Range Rover und Land Rover, bla bla bla. Haben einige Kollegen von mir, ich habe es auch Knossi gesagt, haben einige Freunde von mir gefahren. Natürlich kann man das anhand, also man kann es nicht anhand von 3, 4 Leuten sagen, aber ich kann nur eins sagen, die Leute, also meine Freunde, die Range Rover hatten, haben nur Kopfschmerzen damit gehabt. Warum das? Nur mit der Technik Probleme gehabt, Digga. Nur Probleme. Aber wie gesagt, ich kann nur das sagen, was die Leute halt hatten, mit denen, die ich kenne, die das Auto hatten. In welchem Sinne? Die Technik. Er hat innen drin versagt, ständig.